Hallo Patrick, hier eine Anleitung zu deinem neuen RemF Charger. Also Plus ist rot und schwarz ist Minus, soweit ist es klar. Im Plus ist hier noch eine Sicherung drin, eine 10 Ampere. Ah, die tue ich dann nochmal noch wechseln, dass du stecken kannst. Ne? Das ist natürlich viel besser. So ist das hier nichts, das wird dann noch geändert. Also wenn du mal hier Plus und Minus verkehrt rum anklemmen solltest bei einer Batterie, die richtig noch Ampere hat, dann wird diese Sicherung hier kommen und die schützt dann die Schaltung vor größeren Schäden. Die muss dann gewechselt werden sozusagen. So, dann haben wir hier verschiedene Spannungen. 4 Volt, 10 Volt, 12 Volt, 14, 16, 18, 20 und 26. So Pi mal Daumen ungefähr. Und wollen wir mal einschalten. Ich habe es jetzt bei 14 Volt, aber stecken wir mal bei 12 Volt rein. Ne, wollen wir mal vorsichtig loslaufen. So, einschalten. So, und dann hast du hier zwei Panels drin. Das ist die Ladeabschaltung. Und die Ladeabschaltung, da hast du hier zwei Knöpfe dran. Den wenn du den linken gedrückt hältst, kannst du die unterste Ladeschlussspannung einstellen. Die brauchen wir aber nicht. Die habe ich auf 0 Volt begrenzt, ne, dass du auch Akkus ranhängen kannst. Also ab 0,4 Volt geht das Ding hier los. Und wenn du die rechte gedrückt hältst, kannst du hier die Ladeschlussspannung einstellen vom Akku, wann praktisch ausgeschalten werden soll mit der Ladung. Ne, das gehen wir hier mal auf 14,8 Volt. 14,8 Volt und dann läuft es schon. Du siehst, der tut jetzt 330 mA ungefähr reinhauen. Akku ist bei 11,9 Volt. So, und wenn wir dann ein bisschen mehr Ampere haben wollen, können wir dann hier von 12 Volt auf 14 Volt stellen. So. Und in der Einstellung sollten normale Autobatterien geladen werden. Auch wenn hier nur in Anführungszeichen 3 Ampere angezeigt werden, wie gesagt, das ist der Mittelwert, die Pulse sind viel höher, die hier reingehen in die Batterie. Und in der Einstellung könnte man ihn jetzt laufen lassen, bis er hier seine 14,8 Volt erreicht hat. Und bei Akkus, die noch nicht so richtig fit sind, kann man ja auch mal 15 Volt Ladeschlussspannung einstellen. Aber bei Akkus, die halbwegs fit sind, würde ich bei 18,4 Volt es lassen. Zusätzlich dann mal noch mit drauf achten, also wenn du jetzt eine 60 Ampere Stunden Batterie hast und hier 3 Ampere angezeigt werden, kann man sich ja hochrechnen, wie viele Stunden man mit 3 Ampere in den Akku drücken muss, damit 60 Ampere Stunden drin sind. Hier würde ich zusätzlich mal noch empfehlen, bei Akkus, wo man nicht genau weiß, wie sie sich verhalten und dann so seiner Weg geht, ne? Also so, dass dann mehrere Stunden unbeaufsichtigt lässt, dass man dann zusätzlich noch eine Zeitschaltuhr praktisch in den Stromstrang hier, also in die Steckdose mit praktisch reinsteckt und dann praktisch da die Zeit einstellt, nach der er ausschalten soll, nach welcher die 60 Ampere Stunden dann der 60 Ampere Stunden Batterie drin sind, ne, wenn du mir folgen kannst. Das würde ich so als kleine Zusatzsicherung noch machen, wenn man da wirklich das Ding lange Zeit unbeobachtet laufen lässt. Ne, wenn du jetzt immer mit dabei bist, dann mal drauf achten. Es kann auch sein, dass dann mal eine Zelle schon schneller voll ist als die anderen und die köchelt dann so ein bisschen vor sich hin und die wird dann warm mit der Zeit. Ne? Also trotzdem ab und zu mal ein bisschen an den Akku ranfassen, ob da eine Zelle wärmer wird als die andere, und wenn da eine Zelle warm wird, dann ja, würde ich sagen abschalten, erstmal wieder entladen bis auf 10,5 oder 11 Volt und dann nochmal laden. Das dann so lange, bis sie dann bis auf 15 Volt ungefähr kommt bei Ladeschlussspannung und dann ist sie fit. So. Das war es jetzt eigentlich schon gewesen. Falls die Ladeabschaltung reingeht, musst du einfach ausschalten, nochmal einschalten, dann die Ladeschlussspannung einstellen, die für den Akku eben da ist, und dann dauert es gar nicht. Okay, so, ich denke, damit sind alle Klarheiten erstmal beseitigt. Ich wünsche dir viel Spaß mit deinem Universal RE-EMF. Bis bald. Ah ja, einen Zusatz habe ich noch vergessen. Bis maximal 6 Ampere ist der Trafo hier drin ausgelegt. Das heißt, wenn wir jetzt mal vorhaben, hier mit noch mehr Spannung drauf zu gehen, gehen wir mal mit 16 Volt rein.
Da geht er hier schon auf seine 4, 5 Ampere. Das ist dann auch das Maximalste, was ich lassen würde. Mehr als 5 Ampere bitte nicht einstellen bei dem Ding hier. Wie gesagt, 6 Ampere hält er drauf und maximal aus. Aber trotzdem würde ich sagen, 5 Ampere reicht. Und da jetzt aber für meinen Akku hier die 18 Volt oder 16 Volt zu viel sind. Wie viel hat er denn hier in der Leerlaufspannung eigentlich? Moment, kann ich mal gucken, was wir in der Leerlaufspannung haben. Das können wir mal noch machen. Wir setzen mal hier die Ladeschlussspannung auf ganz hoch. Auf mehr als 36 Volt. Okay, und dann können wir hier jetzt gleich mal die einzelnen Spannungen durchtesten im Leerlauf, ohne dass die Ladeabschaltung kommt. Ich klemme mal ab hier oben. Na, so. Okay, und da kommen wir hier, in der Einstellung auf 19,9 Volt Leerlaufspannung. Ja, das ist die reine Leerlaufspannung. Wenn man hier auf 18 oder 16 Volt schaltet. Gut, so, dann haben wir hier bei 18 Volt 23 Volt. Bei 20 Volt haben wir 26 Volt. Also wie gesagt, das ist nur die Leerlaufschlussspannung. Ne? Bei 20 Volt hat er dann seine Ampere, die er haben muss. Und bei 26 Volt geht es bis 36 Volt glatt geht es hinauf. Ne? Also ich glaube Akkus, 28,8 Volt Akkus kannst du damit auch ganz gut vollladen, würde ich behaupten. Okay, so. Wissen wir das auch. Kann ich hier die Ladeschlussspannung wieder runtersetzen. Auf 14, ich lasse mal dir bei 14,8 eingestellt, ne? Okay. Alles klar. Dann bis später.